Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Die Arme Eule. Ich bin Nastja und die meisten von euch kennen mich ja sicherlich schon. Auf meinem Kanal zeige ich euch ganz viele Nähanleitungen, aber auch ganz viele Bastelanleitungen, hin und wieder auch mal was zum Häkeln oder mal so eine Art DIY-Hack. Und einige von euch haben sich schon gefragt, beziehungsweise habe ich sehr viele Nachrichten und E-Mails dazu bekommen in der letzten Zeit, wo denn mein Schultüten-Video hin ist, was ich mit Stoffeline zusammen gemacht habe. Und ja, hier gab es ein paar Lizenzprobleme, beziehungsweise geht das ja gerade durch die Community, dass Disney-Stoffe nicht gezeigt werden dürfen. Und deswegen habe ich das Video vorsichtshalber offline genommen. Aber die anderen sollten natürlich trotzdem nicht missen. Und deswegen habe ich das Ganze für euch nochmal gemacht, und zwar diesmal sogar in drei Variationen. Das Ganze findet wieder in Zusammenarbeit mit Stoffolino statt. Das heißt, alle Stoffe findet ihr auf Stoffolino. Und ihr könnt auch die Sets, so wie sie hier sind, bestellen. Und zwar gibt es die ganz einfache Variante. Das ist die hier. Das ist quasi durchgehend ein Motivstoff und oben ein Band. Da müsst ihr nicht viel können. Das sind im Prinzip auch nur 3 Nähte. Ihr braucht einen Rohling dafür und dann kann es auch schon losgehen. Die zweite Variante ist so eine unterteilte Schultüte wie hier. Hier ist ein Motivstoff in der Mitte und oben und unten Punktestoff, oben wieder Tüll und natürlich wieder ein Band zum Verschließen. Und wenn ihr ganz ausgefuchst sein wollt, könnt ihr das Ganze noch verzieren. Ich habe jetzt hier noch eine Schultüte, die ist genauso wie die unterteilt in 3 Stoffe, hat auch in der Mitte den Motivstoff, hat aber hier noch zur Dekoration ein Webband und unten eine Bommelborte und lässt sich genauso verschließen wie die anderen 2 Schultüten, wieder mit Tüll und dem Band. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Für die einfache Schultüte brauchst du einen halben Meter Baumwollstoff, etwas Tüll, und zwar 1 Meter, und 1 Meter Band, mit dem du das Ganze verschließen kannst. Für die dreifarbige Schultüte brauchst du 3x einen halben Meter Baumwollstoff und natürlich auch wieder 1 Meter Tüll und wieder 1 Meter Band, um das Ganze zu verschließen. Für die Schultüte mit den Bändern brauchst du wieder 3 Stoffe, und zwar nehme ich hier immer 2 mit einem einfachen Muster und 1 Stoff mit einem Hauptmuster, jeweils wieder einen halben Meter. Dann brauchst du auch wieder 1 Meter Tüll und dann natürlich die verschiedenen Bänder. Ich habe hier eine Bommelborte und ein Webband und wieder ein Band zum Verschließen. Und egal welche von den 3 Varianten ihr macht, braucht ihr natürlich noch eine Schultüte. Für den Zuschnitt braucht ihr noch ein großes Stück Papier. Am besten eignet sich hier die Rückseite von Geschenkpapier. Rollt das erstmal auf eurem Arbeitsplatz aus und legt dann die Schultüte genau mit der Spitze in eine Ecke unten an. Nehmt euch dann einen Stift und zeichnet einmal die Höhe der Schultüte ab, indem ihr die Schultüte dabei über das Papier rollt. Achtet darauf, dass ihr sie nur einmal umrollt. Am besten markiert ihr euch innen drin, da gibt es so eine kleine Lasche. Markiert euch die am Anfang und rollt es genau so einmal rum, bis es wieder auf dieser Lasche aufliegt. Zieht dann noch einmal die Gerade bis zur oberen Ecke nach. Jetzt habt ihr euer grundlegendes Schnittmuster und könnt das ausschneiden. Kommen wir jetzt zur einfachen Schultüte. Legt den Stoff mit der rechten Seite nach unten auf die Arbeitsfläche und pinnt das große Schnittmuster auf dem Stoff fest. Malt dann einmal drumherum, achtet aber darauf, 1 cm vom Rand entfernt zu malen, da dies eure Nahtzugabe ist. Dann könnt ihr das Schnittteil ausschneiden. Für Variante 2 und 3 müssen wir das Schnittmuster unterteilen. Schnappt euch dafür Faden und einen Stift und legt den Faden an der Spitze an. Die andere Seite vom Faden ist am Stift und dann könnt ihr solche Kreise ziehen und das Schnittmuster beliebig unterteilen, wie es euch am besten gefällt. Schneidet dann die Unterteilung aus. So, wir sind immer noch bei der unterteilten Schultüte Variante 2 und 3. Jetzt könnt ihr aus den verschiedenen Stoffen die Schnittteile zuschneiden. Achtet wieder darauf, rundherum die Nahtzugabe von 1 cm hinzuzufügen, und zwar bei jedem Schnittteil. Wenn ihr bei einem Teil einen Motivstoff habt, achtet darauf, dass das Motiv voll erfasst ist und in die richtige Richtung zeigt. Und auch für die dritte Variante macht ihr ganz genau das gleiche. Für Variante 2 und 3 müssen dann die einzelnen Teile zusammengenäht werden. Steckt euch die so rechts auf rechts zusammen. Durch die entgegengesetzte Rundung ist das etwas knifflig, aber steckt euch das einfach gut und dann passt das schon. Steckt euch das kurze Teil unten an das mittlere und oben dann das lange Teil auch wieder an das mittlere. Näht dann die beiden Teile einfach mit einem Geradstich fest.
bügelt euch jetzt die Nähte schön auseinander. Dann liegt nachher alles schön flach an. Wenn ihr euch für Variante 3 entschieden habt, kommen jetzt schon die Bänder ins Spiel. Und zwar könnt ihr die einfach oben aufstecken und dann festnähen. Und zwar am besten genau auf die Nähte, dann sieht das wirklich am schicksten aus. Näht dann vorsichtig mit der Nähmaschine bei einem Webband einmal links und einmal rechts entlang, am besten mit einem passenden Garn. Und dann könnt ihr die Bommelborte mit einem einfachen Geradstrich auch festnähen. Jetzt nähen wir den Tüll an. Das funktioniert bei allen drei Varianten gleich. Nehmt euch erst den Tüll und faltet ihn genau aufeinander, sodass er doppelt liegt. Faltet ihn dann nochmal zusammen. Jetzt könnt ihr ihn auf die rechte Seite der Schultüte oben anlegen und festklippen. Dabei steht er links und rechts ein kleines Stück über. Dann könnt ihr das Ganze mit einem Geradstich festnähen. Klappt dann den Tüll zurück, sodass die rechten Seiten jetzt oben liegen, klappt die Nahtzugabe Richtung Stoff und steppt das Ganze nochmal von oben ab. So habt ihr eine schöne saubere Kante. Schneidet dann die überstehenden Tüllenden schräg nach oben zu. Nehmt euch dann die Schultüte und klappt sie so zu einem Dreieck zusammen. Nehmt euch dann ein Stück Band, was 30 cm lang ist, und faltet es aufeinander. Die Falz steckt ihr dann ein Stück in die Schultüte hinein und steckt das Ganze fest. Das Ganze dient am Ende der Befestigung. Steckt euch dann die offene Kante gut fest. Wenn ihr eine unterteilte Schultüte habt, achtet darauf, dass die Nähte genau aufeinandertreffen. Näht euch dann die Schultüte von der Spitze an nach oben hinzu, näht aber nur bis zum Ende des Stoffs, näht nicht über den Tüll. Verriegelt das Ganze am Ende gut und schon seid ihr so gut wie fertig. Bügelt euch die lange Naht jetzt am besten noch einmal auseinander und schnappt euch dann zum Beispiel eine Häkelnadel, damit ihr das Ganze gut wenden könnt. Damit kommt ihr gut in die Spitze und jetzt könnt ihr die komplette Schultüte einmal auf rechts ziehen. Zieht dann eure Stoffschultüte über euren Dummy und packt das Ganze unten gut in die Spitze. Markiert euch mit einem Stift die Höhe, auf der dieses Bändchen sitzt, und holt den Dummy wieder raus und macht euch auf dieser Höhe zwei Löcher mit einer Schere, passt aber auf, dass ihr euch dabei nicht piekst. Danach könnt ihr den Dummy wieder in die Schultüte packen und die beiden Bänder durch die Löcher ziehen, das Ganze verknoten, und jetzt sitzt eure Schultüte sicher. Als letztes müsst ihr die Schultüte dann nur noch füllen und mit dem Band, was ihr noch übrig habt, verschließen. So und so oder so ähnlich sehen dann eure Schultüten aus, wenn ihr fertig seid. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Nachnähen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mich auch gerne wissen, wie eure Schultüten aussehen. Im letzten Video hatte ich damals gefragt, ob ihr euch noch an eure Schultüte erinnern könnt. Schreibt mir das doch auch gerne wieder unten rein, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wie eure Schultüte aussah. Und wie dann eure Schultüten so aussehen, die ihr so für eure Kinder oder Kinder im Freundeskreis oder Familienkreis macht. Das würde mich doch mal sehr interessieren. Und wenn ihr eine von diesen Schultüten nachmachen wollt, dann geht zu Stoffolino, der Weg ist in der Infobox. Da kriegt ihr nämlich genau diese Sets und könnt sie genauso nachnähen. Aber ihr könnt natürlich auch verschiedene Stoffe austauschen und euch für andere Stoffe da entscheiden. Schaut einfach mal vorbei, die haben echt coole Kinderstoffe. Dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Und schaut mal auf Facebook oder Instagram vorbei. Und dann bis ganz, ganz bald. Tschüss!